Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mario Power Tennis für die Wii. Ja, das Spiel kam bei uns für den GameCube und für die Wii raus. Einmal für den GameCube am 25. November 2004 und für die Wii am 6. März 2009. Bei der Wii gibt es etwas Besonderes und wie ihr euch das schon denken könnt, ist das Wii Motion Plus Super Mega Hyper Control. Das heißt, glaube ich, mit offiziellem Namen Wii Motion Plus Control oder eine New Play Control heißt es. Und wir wollen heute mal einfach mal ein bisschen Tennis zocken, ne? Ja, das Intro können wir mal überspringen. Und es gibt in diesem Spiel eigentlich alle Nintendo-Charaktere, die man sich so wünscht. Es fehlen lediglich die neueren Charaktere, also zum Beispiel Yoshi gibt es nicht in allen Farben und so weiter. Aber das passt eigentlich. Wir wollen in diesem Let's Play anfangen, ein paar normale Matches zu spielen. Dann wollen wir irgendwann den Turniermodus uns anschauen. Da kann man auch, glaube ich, Charaktere freischalten, so Mutant Piranha, aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und wollen uns dann noch die Minispiele anschauen. Und ja, viel mehr gibt es dann auch nicht zu machen. Das Let's Play wird kurz sein. Also ich rechne so mit 10, maximal 15 Parts. Deshalb könnt ihr euch auf ein kurzes, knackiges Let's Play freuen. Gut, dann beginnen wir doch mal mit einem kleinen, normalen Match. Wir machen erstmal ein Einzel. Mario, ja, schön, dass meine Fernbedienung hier wieder rumspackt. Mario gegen Luigi. Und Luigi spielt mal auf Amateur. Waha! Ja, ich glaube, man kann noch verschiedene Plätze freischalten oder irgendwelche bestimmten Sachen freischalten. Wir spielen alle so ein bisschen nacheinander, aber wir fangen natürlich heute mal auf dem Peach Dome Hartplatz an. Wir machen ein Standardduell. Es gibt noch so Ringschießen und Item-Wettkampf. Aber wir wollen erstmal so ein bisschen standardmäßig, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. So, dann geht's los. Ja, genügend Platz, passt schon so. Mein erstes Wii-Let's Play. Ich weiß nicht, ob das gut funktionieren wird, aber mal sehen. Mario gegen Luigi. So. Erst Aufschlag. Los geht's. Konter gut. Ja, muss aufpassen. Uiuiui, ist klar, Luigi. Was war das denn für ein kranker Schlag? Oh, wieso okay, das war schlecht von Luigi gemacht. Keine Ahnung, wie der den nicht bekommen hat. Es gibt in diesem Spiel, das ist auch das Besondere, diese Power-Schläge. Deshalb heißt es auch Mario Power Tennis. What the fuck? Okay, das war auf jeden Fall klasse. Und wenn oben diese Anzeige voll ist, dann können wir einen Powerschlag ausführen. Es gibt einmal für jeden Charakter einen Rettungsschlag und einen Powerschlag. Das ist ein Powerschlag. Der ist meistens ein Punkt, beziehungsweise halt 15 Punkte. Ich glaube aber nicht immer. Also es ist so, es gibt Charaktere, zum Beispiel von Koopa, mein Lieblingscharakter. Der hat einen ganz schwachen... Alter Luigi, was ist los bei dir? Der hat einen ganz schwachen Powerschlag. Aber solche Leute wie Mario zum Beispiel, die haben einen echt guten Powerschlag. Dann gibt es noch diesen Rettungsmove. Jetzt zum Beispiel, wenn ihr einen Ball nicht erreichen könnt, das aber trotzdem habt, dann macht ihr diesen Rettungsmove automatisch, wenn ihr schlagt. Okay. Genau das ist es von Luigi in dem Fall. Er saugt den Ball praktisch an. Ist dafür aber... Okay. Für kurze Zeit ein bisschen gelähmt. Das heißt, er kann sich nicht so schnell bewegen. Das Spiel ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe es früher immer richtig gesuchtet. Weil es hat einfach so mega Fun gemacht und ich sag mal so, Mario Tennis Ultra Smash ist jetzt kein gutes Spiel. Und deshalb spielen wir einfach mal den Wii-Teil, denn ja, was wollen wir bitte mit dem Wii U-Teil, der ist einfach nur Müll. Also, da kann man mir wirklich nicht mehr kommen. Ich dachte am Anfang, geil, neues Mario Tennis, nice. Aber, lol, was ist denn los? Aber, das ist ja dann wirklich nichts. Ich finde, das Spiel macht doch deutlich mehr Spaß. Allein durch den Turniermodus ist es viel cooler. Und man hat auch eine Herausforderung. Also die Gegner sind nicht so scheiße. Und wenn man zum Beispiel die Gegner auf Extrem spielen lässt, dann hat man gar keine Chance. Also ich habe das tatsächlich mal versucht. Aber das ist fast unmöglich. Also ich weiß nicht, wie man das schaffen soll auf Extrem. Na, aber vielleicht spielen wir irgendwann mal ein letztes Duell auf Extrem. Okay. Das ging schnell. Okay, das ging auf jeden Fall schnell. Ja, wuhu. Okay.
So, dann gehen wir mal kurz zurück zum Hauptmenü. Wir wollen nämlich, das ist das einzig Blöde an dem Spiel, man kann nicht einstellen, okay, neues Match, aber diesmal ein Doppel, das geht nicht. Man muss zwingend zum Hauptmenü oder startet dasselbe Match nochmal neu. Wir spielen heute jetzt mal ein Doppel mit Mario und Luigi. Ja, ja, wähl Luigi bitte an. Der spielt auf Amateur. Und wir spielen gegen Peach auf Amateur und Daisy ebenfalls auf Amateur. Gut, dann geht's los. Und wir spielen mal auf dem Sandplatz. Nice. Ja, beim Doppel ist immer das Problem, dass wenn der CPU vorne ist, dann ist er, je nachdem wie er eingestellt hat, wirklich, wirklich schwach. Also der kann wirklich kaum was. Und das hatte ich mal mit Bowser. Ich habe mal Diddy Kong und Bowser zusammen gespielt, also zusammen mit Bowser. Das war wirklich gar nichts. Okay, was kommt mit Mario los? Aber das passiert natürlich auch nur bei großen Charakteren, weil ist klar, ne, die können einfach am Körper getroffen werden und so weiter. Ja, das war jetzt ein Rettungsmove, den hätte ich eigentlich gar nicht machen brauchen. Da hätte ich Luigi schlagen lassen können. Und wir stehen auch total unnötig. Also Luigi, wenn du... Also... Nein, nein, nein. Das war 100%ig ein Körpertreffer. Da kann mir niemand etwas sagen, dass... Hä? Wie Fehler? Oh mein Gott. Ey, ich bin echt zu blöd, ne? 30-0 geht, okay. Gut, jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Komm, Luigi, du kannst was. Ich weiß das. Übrigens werden diese Powerschläge halt komplett automatisch ausgelöst, also wenn man was macht. Ja, danke, Peach, danke. Aber, ja, also ihr könnt es doch verhindern, indem ihr einfach gar nichts macht und den Gegner oder euren Mitspieler machen lasst. Aber das funktioniert halt auch nicht immer. Und die ziehen uns hier gerade mächtig ab, die beiden Frauen. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Man kann auch so, wenn man einfach die Wii-Verbindung schüttelt, so komische Moves machen, aber das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Und Luigi wieder... Ja, das war jetzt aber ein Körpertreffer. Nice. Ja, Körpertreffer sind eigentlich so... Ey! Wieso mache ich denn jetzt 15 Millionen Aufschlagfehler? Was ist denn los? Oh, scheiße. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da war ich gerade wirklich überhaupt nicht bei der Sache. Übrigens, wer sich mit Tennis nicht so auskennt, nicht schlimm, ich kenne mich auch nicht mit Tennis aus, also eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe noch nie Tennis im Real Life gespielt. Aber so ein paar Sachen weiß ich. Also wenn wir so viele Sätze wie jetzt spielen, dann ist es so, dass wir, wenn es 2-2 steht, kommt es zu einem sogenannten Tiebreak. Das geht dann bis 7 und wer als erstes 7 Punkte hat, hat dann Spielsatz und Sieg, also das Duell gewonnen. Ist ziemlich cool, weil das ist halt eine Herausforderung. Hä, so macht er jetzt einen Drehschlag, egal. Aber es nervt halt ziemlich, weil es dauert dann extrem lange. Und das muss man halt zwingend machen. Also man kann das nicht ausstellen, das ist halt eine Tennisregel. Und wenn der Gegner einen Aufschlag macht und dann der vordere Partner dran geht, dann ist es ein Fehler und ein Punktabzug. Beziehungsweise der Gegner bekommt halt einen Punktabzug. Oh, wir rasten jetzt richtig aus. Ja, beispielsweise dürfte ich hier jetzt nicht dran gehen. Wäre ich dran gegangen, dann wäre es ein Punkt für die Gegner gewesen. Also irgendwie bekommt Mario aber ganz oft seinen Powerschlag, auch wenn der... Klasse, Mario. Auf jeden Fall toll. Ich toll geschlagen. Also man kann Vorhand und Rückhand, also ne, ist ja klar mit der Wii-Fernbedienung, Vorhand und Rückhand. Aber ehrlich gesagt macht das keinen so großen Unterschied. Es macht eher einen Unterschied, wohin ihr genau zielt. Also ich kann jetzt praktisch versuchen, die Peach jetzt so ein bisschen zu ärgern. Okay, da habe ich jetzt nicht hingezielt. Toll, Peach, natürlich. Du kommst denn. Wieso nicht? Wieso nicht? Ja, ist klar. Peach, willst du mich eigentlich verarschen? Wie bekommt... Und das war hundertprozentig ein Körpertreffer. Das hat selbst ich gesehen. Das war ein hundertprozentiger Körpertreffer. Ihr seht ja schon, wenn man die Power Smashes blockt, dann ist es zwingend so, dass ihr zurückgeschleudert werdet oder halt so ein bisschen im Kreis fliegt oder so. Okay, machen wir mal Drucker. Okay, jetzt spiele ich vorne. Das muss ich eigentlich gewinnen können. Also den Satz. Satz oder Spiel? Ich kenne mich nicht aus. Haben wir irgendwelche Tennisprofis hier? Bitte melden, weil ich kenne mich überhaupt nicht mit Tennis aus, wie schon gesagt.
Okay, jetzt muss ein Punkt sein. Ja, jetzt auf Tiki bekommt. Das, das läuft gut. So, jetzt schon mal. Mario, wieso schlägst du eigentlich gar nicht mehr? Also du hast. Hey, das war ein Körpertreffer schon wieder, aber okay. Wenn ihr meint, dass es kein Körpertreffer war, dann von mir aus. So, jetzt habe ich den geblockt. Luigi hätte ihn auch blocken können. Körpertreffer. Okay, das müssen wir gewinnen. So. Ein Punkt noch, also Matchball haben wir. Oder Matchball, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Komm, 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 komm. Ja. Ja, ist klar. Im Feuer, ist klar. Ist klar. Okay. Finde ich auf jeden Fall klasse, dass Peach ihren Rettungsmove mitten in meinem Feuer ausbringt. Finde ich auch klasse, dass sie im Körper getroffen wird. Aber sie juckt das ja nicht. Sie muss ja nicht nach den Regeln spielen. Sie ist ja schließlich die Tochter. Hä, von wem ist sie eigentlich die Tochter? Immer interessant zu wissen. Okay, Spiel. Wieso kein Spiel dazu? Ach stimmt, wir brauchen ja immer zwei mehr. Wir müssen jetzt 3-1. Stimmt. Stimmt. Ja, ich war gerade wieder ein bisschen dumm. Also die Peach cheatet echt, oder? Was macht die denn da die ganze Zeit? Vor allem, die hat immer wieder ihren Powerschlag. Ich glaube, man kann ihn noch aufladen, aber ich habe null Ahnung, wie das geht. Also ich glaube, wenn man so irgendwie so hält, nicht an den Ball gehen. Die schlägt ihn immer so scheiße, dass du denkst, oh geil, schnell an den Ball, aber darf's ja nicht. Glaubt da irgendwo steht sogar die, ja, da steht die Zahl der KMH, glaube ich, oder MPH. Könnte noch MPH sein, also ich weiß nicht, okay, wie das gemessen wird. Aber, ja, ist die Frage auf jeden Fall, nee, wahrscheinlich. Was war da los? Wahrscheinlich sind es Kilometer pro Stunde, weil MPH wären, glaube ich, dann ein bisschen viel. Ja, ich glaube, das hat einen anderen Umrechnungskurs. Umrechnungskurs sind wir hier bei Dollar oder was? Luigi, kannst du nicht mal was Ordentliches machen? Finde ich klasse, Mario, dass du den machst. Und finde ich auch klasse, dass mir jetzt ein Update vorgeschlagen wird. Finde ich auf jeden Fall nicht gut. Ja, Peach, ist klar. Wie oft willst du eigentlich noch Körpertreffer einstecken und dir ist es einfach vollkommen kackegal? Ja, das war jetzt ein Körpertreffer. Ja, ich sag dir, Körpertreffer sind so einfach in diesem Game zu machen. Also ihr braucht eigentlich nur einen Ballwechsel vorne zu haben und dann macht ihr automatisch fast schon Körpertreffer. Ich weiß jetzt nicht, wieso er seinen Wirbelmove gemacht hat und wieso sie... Hä? Hä? Was ist denn da gerade passiert? So, komm. Das gibt's nicht. Schlag den doch... Spielsatz und Sieg. Nice. Eigentlich gut, dass wir noch einen Satz haben mussten, weil sonst wäre der Part auch zu kurz geworden. Ich würde sagen, das war es auch schon vom ersten Part. Let's Play Mario Power Tennis. Auch wenn der Part jetzt nicht so perfekt war, ein Däumchen nach oben könnt ihr gerne da lassen. Abonnieren natürlich auch. Und dann sage ich tschüss, Leute. Immer schön viel bleiben. Nächster Part kommt dann wahrscheinlich so Mittwoch oder Donnerstag. Tschüss.